Auspuff. Action pur am 30. April. Und nun zu einem ganz anderen Thema. Auf eine einfache Formel gebracht könnte es lauten: Ein Mann, zwei Frauen und viel Musik. Diese Mischung brachte Dirty Dancing 1987 einen riesen Überraschungserfolg. Ohne große Werbung, in wenigen Kinos gestartet, wurde der Tanzfilm zu dem Publikumsrenner. Patrick Swayze avancierte über Nacht zum Superstar und der Titelsong heimste einen Oscar ein. Allein in Deutschland fand der Film 6 Millionen Zuschauer und die Tanzschulen stellten schleunigst ihr Programm um. Die Mixtur aus Musik, Tanz, Liebesglück und Liebesleid traf mitten ins Herz. Hier ist Dirty Dancin'.